Ein Wintermärchen präsentiert sich in der vollen Pracht. Afflens im Hochschwabgebiet. Gerade zur rechten Zeit schüttet die Märchenfrau Holle ihre Pölster aus und bedeckt den schönsten Winkel in dieser Gegend mit einer weißen Schneedecke. Wir freuen uns natürlich auf der Bürgeralm in Afflens über den Normalschnee, nicht über den Kunstschnee. Wir bleiben ein Naturschneeparadies und die Frau Holle hat es wirklich heuer gut gemeint. Sie hat gesehen, dass wir uns mit den Investitionen der neuen Lifte angestrengt haben und so war sie heuer gnädig zu uns. Diese neuen Lifte, was ist neu an diesen neuen Liften? In den letzten 2 Jahren hat es keine Verbindung mehr vom Almboden zum Schönleitenhaus gegeben. Und diese beiden Schlepplifte verbinden jetzt wieder den Almboden mit dem Schönleitenhaus und auch die Möglichkeit, den Paradieslift wieder zu erreichen. Sie sind ja auch bekannt als Mann der Visionen. Welche haben Sie denn für die nächste Zeit? Ja, die Visionen sind so, wir machen alles kleine Schritte. Wir legen viel Wert auf Qualität, ob das jetzt die Lifte sind, ob das unsere Gastronomie auf der Bürgalm sind. Und wir glauben, wir sind ein kleines, feines Familienskigebiet. Wir sind nicht nur Skigebiet, wir sind auch Wander-, Rodel- und für die Tourengeher ein herrliches Gebiet. Und ich glaube, da müssen wir dranbleiben, Qualität zu bieten, dass die Leute zu uns kommen, dass sie herunterfahren und wieder sich gut erholen können. Afflens, Luftkurort, das ist die offizielle Bezeichnung gewesen, mit prominenten Gästen aus der Wirtschaft, aus der Politik und natürlich auch aus der Kultur. Den Luftkurort haben wir uns erhalten und wer Afflens kennt, und Afflens ist noch eine Marke, und wir werden versuchen, diese Marke wieder zu verstärken und sie wieder dorthin zu bringen, wo sie hingehört. Wichtig ist ja für den Tourismus, dass Familien gut versorgt werden. Ja, das ist für uns ganz wichtig. Wir haben ja auf der Bürgeralm, der das kennt, und viele kennen es, ob Wien, ob Graz oder die ganze Steiermark oder auch Deutschland. Wir sind ein herrliches Familienskigebiet mit lawinensicheren Liften. Die Kinder können sich auf den Liften tummeln und die Eltern oder die Großeltern können ihnen zuschauen, ohne dass was passiert. Das ist ein sehr bemerkenswerter Ansatz, denn gerade im Wintersport passiert viel. Es passiert sehr viel und es passiert vor allem zu viel Negatives. Ja, da können wir wirklich stolz sein. Auch bei den neuen Liften ist auf Sicherheit sehr viel Wert gelegt worden und die Präparation ist natürlich ein Thema. Wir haben für den heurigen Winter eine neue Pistenmaschine besorgt, dass die Pisten wirklich sicher sind und alle sicher wieder herunterkommen. Ausnahmen wird es immer geben, aber wir sorgen dafür, dass die Leute sich sicher bewegen können und nicht zehntausende Leute kreuz und quer fahren. Haben Sie Prognosen für die nächste Saison? Ja, für diese Saison, nachdem der Winter jetzt eingefallen ist, glauben wir, dass es ein sehr guter Winter wird, weil die Bürgeralm geht ja von 1500 auf 1800 Meter. In dieser Höhe wird uns der Schnee, auch wenn ein Tauwetter kommt, nicht mehr weggehen. Und vor allem eines bleibt, noch einen Blick zurückzuwerfen auf dieses märchenhafte, wirklich wintermärchenhafte Gebiet. Ja, ich glaube, die Region Hochschwab-Süd, so heißt sie ja offiziell, oder in der Hochsteiermark, hat halt immer den Vorteil, dass sie eine herrliche Gegend bieten kann, das Panorama des Hochschwabs. Und wir versuchen halt, die Leute dorthin zu bringen, dass sie sich anschauen können. Und ist das nicht wunderbar, dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen? Das ist das Schönste, was es gibt. Ich arbeite seit 45 Jahren in Afflens in mehreren Funktionen und ich bin so froh, dass wir jemanden gefunden haben, der das ermöglicht, dass die Bürgerin wieder zum Leben erweckt worden ist. Sie sind treue Begleiter und manchmal sogar Weggefährten. Die Haustiere. Ein Hund oder eine Katze tragen auch einiges zum Sozialverhalten der Menschen bei, besonders der Kinder. Man sollte sehr viel für unsere Vierbeiner tun. Gerade im Winter bedarf es einiger wichtiger Maßnahmen, um unsere Freunde, die Hunde oder die Katzen, vor schlimmen Folgen zu schützen. Winterzeit, kalte Zeit, nicht nur für den Menschen, auch für die Tiere.
Und da ist es besonders wichtig, dass wir von Fachleuten beraten werden, wie verhalten wir uns dem Tier gegenüber, wenn es so kalt ist wie jetzt. Also zwei unterschiedliche Fragen, dass die Hunde draußen leben oder innen leben. Weil die Innenlebenden brauchen draußen Mantel, Pullover und so weiter, weil die sind nicht dazu gewöhnt, weil sie leben mit uns in der Wohnung mit 21, 22 Grad und draußen ist Minus und Windweh und regnet und schneit und also muss mit etwas schützen. Also das ist nicht, früher war das als Mode, ja, aber jetzt ist das ein Schutzmantel, ist das wichtig für die Rassen, die in der Wohnung bei uns leben. Und Prophylaxe gibt es eine? Ja, Prophylaxe nur für die draußen lebenden Hunde vielleicht, weil sie sind immer draußen, brauchen ein bisschen mehr Kalorie, so ungefähr 20% mehr Kalorie-Einnahme. Ein Appell an die Umwelt, an die Menschen, vorsichtig zu sein, Salzstreuungen, wenn möglich, zu vermeiden. Ja, also in einer inneren Umgebung, also im Garten, das ist nicht gut für die Pflanzen, nicht gut für uns, für unsere Schuhe, aber nicht gut für die Hunde und für Katzen. Das empfehle ich nicht, das vielleicht mit Sand oder sowas, so ähnliches was machen. Aber draußen wegen Rutschgefahr, wenn jemand geht mit dem Hund spazieren, das kann man nicht verhindern. Aber wenn sie sind zu Hause, dann zuerst die Pfoten waschen mit lauwarmem Wasser, austrocknen und dann gibt es spezielle Creme, Salben, das kann man prophylaktisch benutzen. Was sind denn die häufigsten Erkrankungen um diese Jahreszeit bei Hunden oder Katzen? Häufigste ist es. Jetzt war ein bisschen diese Katzenschnupfen, ja, also in den Bauernhöfen war ein bisschen November zu warm und dann ist es diese Katzenschnupfen-Jahreszeit ein bisschen nach Dezember gerutscht. Das ist die erste und dann meist ist von den Hunden ist es, wenn jetzt Schnee fressen, davon bekommen sie Kehlkopf, Halsentzündung und Durchfall. Nimmt die Zahl der Haustiere, des Haustiers Hund oder der Haustiere Katzen zu oder werden weniger? Na, immer mehr, weil die Menschen brauchen was Natürliches, Umgebung. Ja, das ein Familienmitglied und viele Leute sind allein oder geschieden oder leben in der Familie oder die Kinder brauchen das. Also immer mehr Haustiere gibt es. Hunde werden, wenn man ein bisschen herumschaut, immer kleiner. Also man schafft sich keinen großen Hund mehr an. Warum? Ja, das wahrscheinlich ist das, weil eine größere Rasse kann man nicht so schwer in der Wohnung halten. Dazu braucht man viel mehr Zeit, weil man muss immer draußen laufen, draußen spazieren, viel mehr spazieren. Und eine Rasse kann man wie Joy kann man in der Wohnung halten und brauchen weniger Platz, weniger Fressen. Und wenn jemand arbeitet, so eine kleine Rasse kann den ganzen Tag, nicht den ganzen, den halben Tag allein lassen.